Bremerhaven vinden we bij de uitmonding van de Wezer in de Noordzee. Een stad met maritieme flair en wereldwijd unieke attracties. Deze local kent de stad van binnen en buiten en doet graag haar boekje open. Ik ben Diana Rohrbach, ik ben 45 jaar oud en kom ganz originaal uit Bremerhaven. Ich komme aus der Spitzengastronomie, habe da ganz viel mit Wein zu tun gehabt, paare das heute als Reiseveranstalter mit Aktivreisen, Genuss und Weinreisen. Wir versuchen, dass Bremerhaven einfach ein gutes Erlebnis wird, authentisch. Bremerhaven ist durch und durch Hafenstadt. Wir haben also jetzt eine Kombination aus Fischindustrie, touristischen Attraktionen, Wissenschaft und noch diesen Werften-Touch dazu. Wir haben zum Beispiel hier Räucherlachs. Den können Sie hier nicht nur kaufen, hier können Sie sehen, wie das geräuchert wird. Wir haben heute hier mit dem Deutschen Auswandererhaus ein unwahrscheinlich tolles Museum, was diese Geschichte und erlebbar macht. Im Klimahaus kannst du auf dem 8. Längengrad einmal durch die Welt. Beginn ist in Bremerhaven, dann geht's in die Schweiz, nach Sardinien mit dem Wein, nach Kamerun, nach Alaska, da wird's dann ganz kalt. An meiner Freizeit bin ich unwahrscheinlich gern mit meiner Familie zusammen und wir fahren gern auf die Luneplate, das ist ein Biosphärenreservat. Ich bin stolz auf Bremerhaven, weil Bremerhaven sich entwickelt hat. Wir beschäftigen uns mit Klima, mit Migration, Biologie, ja, Fischerei, Ökologie. Also es ist sensationell, was ich hier in den letzten Jahren aufgebaut habe. Ich möchte gern, dass die Leute nach Bremerhaven kommen und den Sound von Bremerhaven hören. Wie die Leute sprechen, was die Leute machen und an die Seaside gehen, an die Weser und einfach gucken und durchatmen und für sich sind.